Liebe Social Media Community, heute ein weiteres Gespräch mit mir als Landratskandidat aus dem Wischnitztal, diesmal von Möllerbach. Neben mir der Roland Junghans. Hi, hallo. Ein sozusagen Ur-Möllerbecher, kann man fast sagen. Aber Roland, stell dich bitte doch mal selbst vor. Ja, gibt verdammt viel über mich zu sagen. Ich fasse mich halt einfach mal kurz. Ich bin Möllerbacher Ur-Rotenwähler. Viele kennen mich auch von der Bühne runter als Blasser Bertram, weil ich seit mehr als 40 Jahren da schon Blödelrock mache und mit Dialekttexten arbeite. Mein Job habe ich vor 25 Jahren komplett auf den Kopf gestellt, als ich die Chance gekriegt habe, auch als Comedy-Autor zum Radio zu gehen. Das war eine gute Idee, weil da habe ich innerhalb von 3-4 Jahren dann tatsächlich einen 17-jährigen Langhaarigen Mannheimer kennengelernt, den Bühne Jaylan, und bin mit dem auf die Bühne, habe den auf die Bühne gebracht, habe Programme für den geschrieben, 20 Jahre lang. Und im Zuge dessen halt immer mehr in dem Bereich auch kennengelernt, gute Leute kennengelernt, habe mehr gearbeitet noch dort. Habe in Mannheim den Mannheimer Comedy Cup installiert, das sind jetzt auch schon 8 Jahre her. Habe eine Comedy-Schule gegründet in Mannheim und schaffe eigentlich nichts mehr seit 25 Jahren, weil ich nur Spaß mache und eigentlich keine Arbeit mehr habe. Also ich will jetzt nicht sagen, das Hobby zum Beruf gemacht, aber... Ja, das, was ich kann, genommen und Beruf draus gemacht. So ungefähr ja. War das. Ja, es gibt... Ich habe mal so eine schöne, ja, fast poetische Geschichte gelesen, wie es ist, wenn man sein Talent tatsächlich mal entdeckt und dass man das bewusst machen soll und dass man das Talent tatsächlich bewusst zu dem machen soll, was man am besten kann und tun möchte, und automatisch wird dann was draus. Wobei ich mir nicht vorstellen konnte, dass Comedy-Autor mal Beruf sein kann. Talent heißt an der Stelle, man muss unheimlich kreativ sein. Ja. Also das ist auch die häufigste Frage, wie kommst du da immer auf so eine Idee? Und sitzt du dann da und was machst du dort oder sonst irgendwie? Es ist eine Trainingssache. Es ist wirklich eine Trainingssache. Ich habe mit 14, 15 habe ich schon aus dem Drecksblatt, aus der Bildzeitung vorgelesen und habe versucht, da die Schlagzeilen schon irgendwie auf den Kopf zu stellen. Dann trainierst du. Dann war früh Fasnacht in Möllerbach die Wasserschrecken. Da war ich mit 14, 15 halt schon in der Bild und habe tolle Leute um mich herum gehabt und Horst Schaap und so, die mir geholfen haben. Und da habe ich auch das Reimen gelernt schon und bin da sehr souverän mit umgegangen und habe vor allen Dingen eins gelernt, nicht das Erstbeste, sondern das Bestmögliche zu suchen für so etwas, was witzig sein soll. Und habe mich halt versucht, lange Jahre auch tatsächlich als Niveau zu halten. Also da habe ich eigentlich meine Lehre gemacht für das, was ich später als Beruf gemacht habe. Jetzt, Niveau ist für mich jetzt, sage ich mal, schwierig. Was ist ein gutes Niveau? Man macht ja im Bereich des Comedies, macht man ja doch alle Facetten mit und alle Facetten durch. Ja, ja. Was ist für dich jetzt an der Stelle wirklich gutes Niveau? Also es gibt Comedy mit Facetten, die sind durch. Ich mag es einfach nicht mehr hören. Ich kann es nicht mehr hören. Ein junger Kabarettist, mit dem ich jetzt gerade Premiere hatte, mit einem wunderschönen Programm, die Bühne des Menschen, heißt es, also über alle Sachen, die, wo sich Menschen einfach zu schwer machen. Der lebt in Hamburg, fand einer Show, der hat gesagt, da waren 12 Leute und keiner hat länger als 30 Sekunden gebraucht, um in die Gürtellinie zu kommen. Ja, da wurden Betten voll gepinkelt und da wurde irgendwas reingetreten und. Und alles hat sich so ein bisschen in diese Richtung entwickelt, aber es ist nicht gut. Es ist einfach nicht gut. Die Leute lachen. Die lachen auch, wenn du die Hosen runterziehst. Aber es ist nicht gut. Also ich muss mich mal outen. Ich bin jetzt nicht derjenige, der oft schon auf diesen Comedy-Abenden unterwegs war, der auch viel diese Komödien und Comedy-Sachen sich angesehen hat. Mit der Maya, Mario Barty, aus dem klassischen Fernsehen. Auch sorry, viele Jaylan. Ich war jetzt nie unterwegs, weil das für mich oft auch teilweise ein bisschen zu arg gestellt, zu arg in der Gürtellinie war. Ich kann mich noch erinnern, ich war mal bei Jürgen von der Lippe. Ich dachte, das ist ein Ja. Hat aber dann auch in seiner Vorstellung eigentlich sehr vieles unter der Gürtellinie. Ja, auch der grundsätzliche. Ich sage jetzt mal unter uns, von dem ich schon immer begeistert war, obwohl ich nie live gesehen habe, Helge Schneider. Ja, okay. Ist für mich einer, der mit wenig unheimlich schnell einen gewissen Stil hat. Der hat so eine kleine Verrücktheit in sich, das heißt, das macht ihn unberechenbar, aber das ist ein Verschmitzter und das ist ein hochintelligenter Mensch und da passiert es automatisch, dass diese Leute natürlich auch eine andere Art von Humor haben. Die lachen mit diesem politischen Kram, wie die meisten.
Aber als Comedy-Autor muss man natürlich auch das bedienen, was doch auch viele letztendlich auch konsumieren wollen. Jein, also sagen wir mal so, es gibt einen großen Unterschied zwischen dem, was ich geschrieben habe und dem, was ein Vierteljahr nach der Premiere auf der Bühne passiert ist. Und das ist immer wieder passiert und immer, immer wieder passiert. Das heißt, ich habe mich in den letzten Jahren da auch schon sehr distanziert davon. Und ja, habe die Zeit genutzt und den wirtschaftlichen Erfolg genutzt und andere Sachen auch. Du kannst schon machen, was du willst. Machst ja, auch letztendlich. Ja, mach ich. Und das ist tatsächlich ist auch passiert. Ich habe die letzten 2 Jahre habe ich intensiv an politischen Kabarettprogramm gearbeitet. Und man kann auch eine schöne Kokolores-Geschichte machen, ja, wo es mal wieder verrückt und blöd zugeht. Also ich habe eine A Cappella-Gruppe in Bayreuth Bamberg, Sixpack, genialer Sänger, ist auch ein Countertenor dabei, ja? Also da wird auch Carmen gesungen und ja, so. Ja. Tolle Qualität in den Songs, super Arrangeure. Und da machen wir thematisch das Blödste vom Blöden. Ja? Da ist also tatsächlich der König Pilsner, der so verarmt ist, dass er wirklich nur noch ein kleines Schloss hat, weil er zur Stadt und jedes Mal halt tatsächlich das halbe Königreich mitgeben musste und. Es wird immer blöder, es wird immer doofer, aber mit Qualität und super geschrieben und mit Verschmitztheit und in der Einbeziehung des Publikums. Und dann sehe ich auch ganz klar dazwischen, die Motivation von solchen Leuten ist, da unten müssen sie lachen und zitieren. Ja? Ja, ich bin jetzt gerade im Gedanken irgendwo bei Kickerche Kiel gewesen. So. Perfekt. Wo ich jetzt sage, da weiß ich genau, da habe ich mich einmal habe ich Tränen gelacht. Ja, ich war das erste Mal dort und habe in relativ kurzer Zeit angefangen, also mir das passiert selten, in Tränen gelaufen. Was ich für ein Mist gemacht habe, aber richtig geil, muss man wirklich sagen. Ich war gestern Abend bei Daniel Helfrich, der hatte die Chance in der Stadthalle in Weihnacht, das Science war natürlich noch vorsichtig, wenig Leute da, es war gut verteilt, aber das ist auch so einer. Ja? Der galoppiert da durch mit seinen Wortspielen, ob da jetzt Bilder entstehen oder was für Bilder entstehen, ist wurscht und bringt halt absolute Knaller. Ich meine, der ist 3 oder 4 Jahre groß gehypt worden für die Idee, einen Song zu schreiben, der heißt, ich bin so froh, dass ich kein Lied von Helene Fischer bin. Ja, das ist der Knaller überhaupt. Ja, und solche Sachen, das war gestreckt. Ja, du kriegst ein Spiegel ein bisschen vorgehalten, musst ein bisschen lachen, manchmal bleibt das Lachen im Hals stecken. Aber es muss einen Hintergrund haben, ja, und es muss einen Anstand haben. Und als Blaser Bertram bist du ja auch dann direkt selbst aufgetreten. Richtig, und da werde ich auch mal unanständig. Der Blaser ist eigentlich eine Persiflage. Und das ist irgendwann mal übergeschwappt. Das war ganz komisch, war hier mal bei der Check-Up-Checker-Halle. Da standen plötzlich Kinder da und wollten Autogramme von mir. Und ich habe den ganzen Kram dafür aus Blödsinn gemacht. Und mit der Großspürigkeit oben im Schlafanzug und Gel in den Haaren. Da ist aber der Kern von Blassen Bertram, ist nicht nur das dumme Geschwätz zwischendrin, also ein richtiger Stand-up, den ich da mache, sondern halt die Texte. Ich kann es wirklich gut, das weiß ich. Ich habe bestimmt 250 Songs schon geschrieben in meinem Leben. Habe ja auch alle Bühnen-Songs geschrieben, mit meinem Sohn zusammen gemacht. Und da merkst du dann, unten ist Spaß wegen der Blödheit, aber du hörst auch mal wieder einen guten Song und du grüßt mal ein bisschen. Und die Kombination hat wirklich jetzt 40 Jahre getan. Hätte ich nicht gedacht, dass das mal so lange hält. Also die nächsten Auftritte stehen noch nicht fest konkret, aber sie kommen. Es gibt welche. Also der Winter überdient der Vorbereitung und sobald ich irgendein Corona-Signal kriege und wir können irgendwo hingehen, dann gehen wir raus und machen eine schöne Fete. Ich meine, da gehört natürlich auch ein bisschen die Politik dann dazu, die man manchmal durch den Kakao auch dann zieht. Muss ich. Kann ich in Mörlbach nicht ignorieren. Okay. Kann ich in Mörlbach nicht ignorieren. Also hier gibt es ja laufend Anlässe, aktuell natürlich auch wieder. Also diese Grabenkämpfe, die ungeachtet von irgendwelchen Bürgerwohl oder Gemeinwohl geführt werden, hier, das ist mir zuwider. Also das nimmt man ja gerne als Steilvorlage sozusagen zum Anlass. Ich bin da auch nicht ruhig. Also es hat schon so weit geführt, dass ein früherer Mandatsträger hier in Mörlenbach tatsächlich beim Bürgermeister sich beschwert hat und ihm empfohlen hat, mich doch aus dem Verkehr zu ziehen. Worauf ich ihm das nächste Mal wieder antworten konnte, dass die Zeiten, wo Leute aus dem Verkehr gezählt worden sind, vorbei sind, auch wenn er sich vielleicht wieder zurücksehnt. Ja, das ist natürlich der falsche Weg, da sind wir uns ja einig. Ja, man muss
natürlich, das ist politischer Auftrag für die Bürger da sein, letztendlich dann auch den Bürger zuhören und seinen ja. Willen dann auch wahrnehmen, seine ja. Meinung wahrnehmen, ihn einbinden. Ja. Ohne geht's nicht. Also ja. Wenn man es ernsthaft machen will. Ja. Ja. Ganz also klar. Ich denke, das hat auch weniger mit der Partei zu tun, als vielmehr mit einer Person. Und wenn du dann ja, den Anspruch mitbringst, sagst, ich möchte diese Demokratie nutzen, ja, die wir haben, um tatsächlich was zu bewirken, und da muss der Bürger nicht 5 Jahre lang warten, um zu sagen, oh, der Bürgermeister war nichts oder der Abgeordnete war nichts und dann mache ich mal was anderes jetzt, sondern es muss ein direkter Zugang möglich sein und man muss sich vertreten fühlen. Und das ist eine ganz einfache Geschichte. Also das zweite Mal bei den Wasserstätten in Mörbach wieder angefangen habe, da war es ein bisschen schwierig. Und ich habe ganz, ganz schnell plötzlich 40, 50 Leute im Saal sitzen gehabt, die mitgeredet haben, weil sie gehört worden sind. Genau das, was du sagst. Ja? Man muss die Leute hören, man muss so viel wie möglich hören. Und wenn ich 2 höre und der eine sagt das und der andere sagt das und ich entscheide mich, für den habe ich einen Gegner. Wenn ich 50 höre und nehme die 35, die dafür sind, sind die 15 nicht böse, weil sie den demokratischen Prozess sehen, der dahinter steht, und tragen es auch noch mit. Also ich denke, da das Uramt Bürger zu haben, wenn es funktioniert, wird es ein tolles Ergebnis werden, mit Sicherheit. Kommen wir vielleicht auch schon Richtung Schluss auch vom Gespräch. Wir haben am 14. März Landratswahl, das bin ich natürlich auch heute bei dir, aber ich denke mal, du würdest Landrat werden. All deinen Erfahrungen, was wären so die ersten Entscheidungen, die du dir vorstellen könntest? Alle Parteien abschaffen. Alles, was über den Kreistag hinausgeht, trennen. Dafür sorgen, dass jeder, der irgendwo in einer Kommune neu in einer Partei eintritt, dahingehend geprüft wird, was er für eine Karriereplanung von sich hat und gleich gestoppt wird, wenn er zum Dr. Meister oder sonst irgendwo hin will. Ich möchte oder ich würde dafür sorgen, dass in den Kommunen die Kommunikation zwischen politischen Gremien und den Bürgern um einiges und wenn es sein muss, auch zwangsweise erhöht wird. Es gibt so viele Möglichkeiten heute, sich Meinungen von Bürgern zu holen, gerade durch Social Media und Ähnliches, dass es verdammt nochmal möglich ist, dass auch ein Kommunalpolitiker weiß, wen er vertritt und welche Meinung er zu vertreten hat. Und das ist in den meisten Fällen nicht seine eigene und nicht seine eigene Interesse, weil er ein Unternehmen hat oder sonst irgendwas. Diese Kommunikation verbessert, das wäre also wirklich mein größtes Anliegen, dass sich da was tut, dass sich die Leute wieder in die Augen gucken können. Weißt du, dass ein Hans und ein Karl-Heinz am Tisch sitzen und nicht der CDUler und der SPD. Also ich bin da bei dir, gerade auch in der regionalen Politik. Ja. Soll es nicht in Parteien gehen, sondern soll es um Meinungen und Ergebnisse gehen, um die Lösung der Herausforderungen der Bürger, der Region. Ja. Und ich glaube, das muss unser aller Ziel sein, steht im Interesse aller unserer Bürger, unserer Menschen, unserer Region. Und da haben wir genug zu tun. Es ist verdammt viel zu tun. Also ich würde es wirklich wünschen, es ist nichts, was man in das Knie klatschen kann, das wissen wir, aber es könnte eine Richtung mal eingeschlagen werden, die vielleicht irgendwann dahin führt. Wäre toll, wäre super. Vielen Dank, Roland Junghans, für das nette Gespräch und ich hoffe, dass wir uns bald natürlich dann auch in einer anderen Rolle vielleicht wiedersehen. Ja, gerne. Würde mich freuen. Ja, gerne. Auch dann, weil wir uns sicher sind, dass Corona das auf alle Fälle wieder zulässt. Da haben wir jetzt gar nicht drüber reden können. Vielleicht gibt es ja nochmal eine Möglichkeit für ein Gespräch. Schauen wir mal, weil auch gerne. Das natürlich dich, dein Berufszweig, letztendlich auch zum Beispiel die Comedy-Schule in Mannheim, wo du aktiv bist, natürlich auch betrifft. Und diese, sag ich mal, vielen, vielen Kollegen natürlich jetzt auch vor großen Herausforderungen standen und teilweise immer noch stehen. Deswegen sage ich mal toi toi toi, dir, euch, Dankeschön. Dass es bald wieder die großen Bühnen gibt dieser Welt, wo wir euch sehen können oder natürlich bewundern können, welche Autoren vielleicht ihre Arbeit geleistet haben. Vielleicht kann ich ja auch dich in Zukunft auf einer Bühne bewundern. Würde mich freuen. Es wäre eine schöne Bühne. Und wenn du mir mal eine schöne Büttenrede schreibst, wo ich mich selber durch Kakao ziehen kann, wunderbar. Das ist eine reine Preis. Das gehört auch dazu, glaube ich, dass man über sich selbst ein bisschen lachen kann. Eben. In diesem Sinne bedanke ich mich. Ich wünsche allen weiterhin eine gesunde Zeit. Toi, toi, toi. Bis bald mal wieder.